Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Sample-Vorstellung. Und gestern ist das Snapshot 18W50A rausgekommen. Und hier gibt es ja eine Änderung. Ich versuche jetzt mal hier ein bisschen so rauszustellen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mal wieder. Na gut, und ich ordne noch das Deck noch, ne? Mit dem Default spiele ich nicht mehr. Oder werde ich niemals spielen. Weil das hässlich ist. Ich habe immer die Programmer Art. Und was gibt's für Neues? Ich fange mal an. Und zwar mit der Barrel. Ja. Barrel. Und es hat jetzt auch endlich mal ein, wie soll ich sagen, hier so ein, Dings an, ich hab ihn noch hochgestellt. Ich hab was gedacht. Auf jeden Fall, Barrel hat jetzt hier eine kleine Aufgabe, Funktion. Und zwar kann man hier Sachen lagern. Und das soll in kleinen, Spaces arbeiten können. So, also hier steht Works in Tight Spaces. Also irgendwie kann man das wahrscheinlich irgendwie so reinstellen, irgendwie so, wo wenig Platz ist. Ich kann mir vorstellen, dass man sowas hier machen kann, ne? Genau. Dann ist wieder so verbunden, wie keine Ahnung. Ansonsten haben wir auf jeden Fall einen neuen Speicherplatz. Dann gibt es den Blast Furnace. Der hier. Bei dem ist jetzt ganz cool, dass der Teil, was durchschmilzt, zum Beispiel Eisen und auch Essen, kann ich reinschmeißen und es geht dann viel schneller, wie ihr seht. Zack, 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 zack. Und ich weiß nicht, wie viele Sekunden das sind. Auf jeden Fall deutlich schneller als ein normaler Ofen. Da haben wir einen Smoker. Sieht halt so aus, ne? Der kann Essen schneller braten. Ja, ich kann mal hier mal gucken. So, zack, zack. Auch das geht ja schneller. Also, neue Öfen so gesehen. Ganz interessant. Und dann gibt es neue Texturen für Villager. Und ein neues Dorf. Und zwar ein Tigerdorf. Ich kann einfach mal hier. Locate New Village Watching Ruin Villager Outpost. Ich suche mal nach Village. Gut, noch ist der Touch von Nerby. Warum nicht? Ja, was soll das? Aber was anderes, und zwar Desert Pyramid. Mit dem hin. Oh, dann sucht man in der Wüste nach so einem Dorf. Dann machen wir die Pyramide schon mal gut. Und jetzt suchen wir mal nach Locate. Ich muss auch nach New Village suchen. Vorstellen. Versucht. Versucht. Was geht hier so ab? Ah, das ist was. Perfekt. Ob ich mal, dass hier so ein schönes Dorf ist. Uiuiui, was ist das denn? Ist ein Ozean hier? Wie ist denn hier? Wo ich denke von Chang, ich bin aber so ein Liquid. Ist das mal hier geladen, dass hier auf der Aufnahme läuft noch? Uiuiui. Jetzt hier, ey. Kann ich so ein Village da rein? Was ist über hier? Haben wir nochmal so ein. So ein Ding. Ich wollte aber hier lieber so ein Wüstendorf haben. Ein normales. Dann suche ich jetzt mal hier nach so ein New Village. So. Wer findet eins, ey? Haben wir jetzt ein New Village oder? Oh ja, so normaler Village. Ein Idiot. Schon. Na was? Das ist auch das alte, was wohl gerade eben war, das Plainsdorf. Wollen wir mal so ein bisschen rüberfliegen? Da finde ich ja was. Zufällig. Sehen kann das ja. Komm schon. Ach ja,
hasse Minecraft. Ich hasse Minecraft. Was ist das denn? Was ist das? Lol. Ich zeige euch mal hier die neuen Villager. Und die Zombie-Villager. Wir haben eine neue Textur bekommen. Das sieht so aus. Bisschen dumm. Die Villager sehen so aus. Auf der anderen Seite. So. 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 Ich kann sagen, was man will. Zum Beispiel so ein Shepard. Captain Smith. Mir gefallen sie ja nicht. Ganz ehrlich. Weil man weiß nicht mehr, was was ist. Also sonst war zum Beispiel der Barbarian, der war schön in weiß. Jetzt weiß ich überhaupt gar nicht, wo der Barbarian ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieser hier ist. Das wäre vielleicht so ein Butcher gewesen. Ich will nur so einen neuen Villager. Echt gelesen, jetzt guck, ob ich es einen finde. Das war ein Barbarian hier. Okay. Ich weiß nicht, ob es so ein Magian oder sowas Villager geben. Wahrscheinlich dann der hier, ne? Den kann ich nicht anklicken. Das ist wahrscheinlich so ein 29er Villager hier. Der ist jetzt so wenig gibt und dann noch keine Crafting-Rezepte, ne? Ja gut, die dürfen kann ich Leute jetzt nicht zeigen. Müssen wir mal selber bei euch mal privat gucken. Auf jeden Fall wurden diese Wüstentage ein bisschen frischer gemacht. Ne, und es gibt jetzt auch Tiger-Dörfer. Ne? Aber ich finde es in der Welt hier kein. Finde ich sehr schade. Und ich muss den PC jetzt neu starten, weil der jetzt schon meckert. Updates. Deswegen verlasse ich euch mal. Noch einen schönen Tag. Und ciao.